verschwindet das Licht am Ende des Tages. Die Sonne sinkt schwer in ihr hartes Gold. Man erwartet viel von euch. Schreitet wohl. Noch einmal, warum hast du Pegast getötet? Ich habe sie nicht getötet. Wie oft wollt ihr es noch hören? Der Prophet hat ein Fläschchen Glimmerkappenstaub in der Nähe ihrer Leiche gefunden. Wie erklärst du das? Vielleicht damit, dass es außer mir noch 1000 andere Schnupfer in dieser Stadt gibt? Verflucht nochmal, ja, ich habe Koarek die Lage unserer Außenposten verraten. Aber mit dem Tod dieser Frau habe ich nichts zu tun. Dann sag uns wenigstens, wen er außer dir noch gekauft hat. Wer die Söldner in Aldrashengrad geschickt hat. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Weißt du warum? Weil dieser Krieg Wahnsinn ist, Thealor. Er ist Wahnsinn. Er ist unnötig. Und du bist zu verblendet, um es zu sehen. Ich bin verblendet? Wer von uns beiden ist bitteschön der Verräter? Wer von uns hat den Tod von über 100 Männern und Frauen zu verantworten? Bleiben wir beim Thema. Anschuldigungen führen uns nirgendwo hin. Ein rechtes Wort aus deinem Mund, Natara. Bravo! Schade, dass sich deine Weisheit in Worten erschöpft. Warst du früher nicht immer die Entschlosseste von uns? 3 Jahrzehnte hast du dieses Land geführt und nie hast du Schwäche gezeigt. Aber kaum kommt der große, totgeglaubte Thealor Arantheal, bist du plötzlich nur noch am Katzbuckeln. Warum, Natara? Glaubst du mittlerweile wirklich auch, dass uns dieser Haufen Altmetall da draußen retten kann? Oder druckst du nur, weil Thealor dir damals das Bett gewärmt hat? Du machst es nur noch schlimmer. Tu ich das? Ihr seid doch so unendlich dumm und verblendet, alle beide. Erkennt ihr denn nicht, was für ein Narr Koarek wirklich ist? Seine verflucht nochmal einzige Bedingung für den Frieden war, dass wir aufhören, irgendeine alte Maschine wieder aufzubauen. Was hätte uns das gekostet? Nichts! Aber nein, Thealor, dir ist dieses Hirngespinst von Zyklen und Hohn wichtiger als alles verdammt, sogar als dein eigenes Volk. Hirngespinst? Du glaubst also allen Ernstes, dass die Bedrohung nicht real ist, nach allem, was passiert ist? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich bin Krieger, kein Gelehrter. Was ich weiß ist, dass wir diesen Krieg nur verlieren können. Und dass für jeden Tag, den wir ihn führen, 100 neue Gräber geschaufelt werden müssen. Hier sind wir sicher, ja. Aber was ist mit den Dörfern, den Bauern? Versteh mich nicht falsch, Thealor. Ich weiß, was ich getan habe, aber manchmal ist ein schneller Schnitt eben besser als ein langsames Ausbluten. Koarek hätte die Stadt eingenommen. Und wir hätten uns ergeben. Vielleicht hätte er Gnade gezeigt. Zumindest gegenüber dem gemeinen Volk. Aber diese Hoffnung können wir jetzt vergessen. Nein, dir ging es nicht um das Land oder um die Leute. Worum es dir ging, ist deine eigene Haut, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, Jorek, vielleicht stimmt das, was du sagst. Vielleicht ist der Kampf aussichtslos. Aber das bedeutet nicht, dass ich aufgeben werde. Weil ich etwas habe, das dir fremd ist, Prinzipien. Die hast du nämlich nicht. Du hast nichts außer deiner Schnapsflasche und deinem verdammten Staub. Du bist ein grauer Mann ohne Talente und der einzige Grund, dass du hier bist und nicht in den Gassen der Unterstadt, ist deine Herkunft. Und jetzt sind Hunderte tot, einzig und allein wegen deiner Feigheit. Glaub nicht, dass ich das um unserer Freundschaft willen akzeptieren werde. Ich zähle jetzt bis 3. Wer noch? 1. Na, bist du nicht ein harter Mann, Thealor? 2. Es war das Richtige. Irgendwann wirst du das begreifen. Und dann wirst du dich dafür schämen, was du mir eben angetan hast. 3. Thealor. Gehen wir.
geht weit. Man erwartet viel von euch. Verdammt sollen diese Nerimesen sein. So, dann wollen wir doch mal sehen. 100 mal den 70. Sieh mal einer an, wer da kommt. Und mein Kind? Ich weiß, dass du es immer noch nicht gefunden hast. Du denkst, du weißt, was du tust, aber in Wahrheit irrst du immer noch im Dunkeln. Wie all die anderen auch. Leider. Ja, das ist es, was du glaubst. Aber wäre es doch so einfach, die Wahrheit zu erkennen. Zu begreifen, wenn du zwischen all deinen Heldentaten eines nicht verlernt hättest. Nämlich zuzuhören. Komm. Lass mich dir zeigen, was ich meine. Puh. So. Komm, mein Kind, setz dich. Setz dich und lass uns der Stille lauschen. Warum, Liebling? Warum lügst du? Du weißt doch, dass Lügen eine Sünde ist. Und du weißt auch, in welche Position mich das bringt. Was willst du denn noch hören? Es ist unseres. Deines. Meines. Du machst mich unglücklich, weißt du das? Du machst mich sehr, sehr unglücklich. Letztes Mal. Von wem ist das Kind? Oh Herr, ist das der Lohn für meine Frommheit? All die Jahre habe ich mich aufgeopfert für diese Familie. Ich habe geschuftet, meine Träume vergraben. Und alles nur, damit sie ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch hat. Und nun? Nun betrügt mich mein eigenes Weib und trägt eine fremde Frucht im Bauch. Aber nein, das ist nicht genug. Sie verweigert mir die Wahrheit. Mir, ihrem eigenen Mann. Was soll ich tun, Herr? Sag es mir. Was soll ich tun? Natürlich. Natürlich, Herr. Ihr habt recht. Der Schöpfer hat zu mir gesprochen, Liebling. Ein Kind, das aus körperlicher Sünde entstanden ist, ist befleckt. Und deshalb werden wir es ertränken. Ja, so machen wir es. Sobald es draußen ist, kommt es in den Trog. Du bist ein Monster. Du bist ein verdammtes Monster. Wie bitte? Nein, ich... Es...
Ich glaube, du hast gerade etwas gesagt, was mich sehr unglücklich machen würde, aber leider habe ich es nicht verstanden. Sei doch so gut und sag es noch einmal. Was ist? Ich kann dich nicht hören, Liebling! Ich kann dich nicht hören! Und, mein Kind, wie fühlt es sich an, machtlos zu sein? Wie fühlt es sich an, zusehen zu müssen und nichts tun zu können? Nein, und jetzt kannst du es, nicht wahr? Aber uns bleibt keine Zeit mehr, mein Dummerchen. Ich muss nun gehen. Für immer. Ich habe schon so lange nichts mehr gegessen. Und ich brauche endlich wieder Fleisch. Blutiges, verbranntes Fleisch. Leb wohl. Hey, hey, Saira, wach auf! Was ist denn los mit dir? Was, aber? Das werden wir. Wir haben die Steine und wir werden sie gegen die Hohen einsetzen, egal wie sehr uns dieser Koarik davon abzuhalten versucht. Aber jetzt beruhig dich erst einmal. Naja, ich hab dich schreien gehört. Und außerdem wollen Yuslan Charim und der Erzmagister dich sehen. Anscheinend haben sie eine Fährte zum Numinos. Am besten, du gehst zu ihnen, sobald du kannst. Ja, wie immer. Also, Saira, bis später. Und erhol dich, du siehst sehr mitgenommen aus.